Ja, ein Hallo in die Runde hier aus dem Zentrum von Gera zum Friedensfest. Und ein guter alter Bekannter gibt mir jetzt einfach mal 10 Minuten, um ihn zu interviewen. Wir waren schon vor 10 Jahren gemeinsam in Dresden im Februar und haben gegen Neonazis sind wir aufgetreten. Und unser Bodo Ramelow, unser Ministerpräsident. Bodo, ich grüße dich hier in Gera. Hallo, ich grüße dich. Sag mal, wie ist das? Dein Beliebtheitsgrad ist ja unheimlich. Und die Leute sagen mir im Land, wenn ich unterwegs bin, der Ramelow, das ist ein richtig guter Ministerpräsident, er ist in der falschen Partei. Was soll ich denen sagen? Ja, sowas habe ich aber von vielen anderen auch schon gehört. Ja. Also, wenn ich mal an Nopsi Blüm denke, der ja wirklich den berühmten Satz gesagt hat, eins ist sicher, die Rente. Und der Kerl hat das ernst gemeint. Also, der hat das wirklich so gemeint. Und da haben auch viele gesagt, naja, Heiner Geißler im Alter, haben viele gesagt, na, also der ist doch völlig in der falschen Partei. Also, wir sind das gewöhnt, dass diejenigen, die über die normale Parteilogik hinaus ausstrahlen, dass man dann auf einmal kommt und sagt, naja, ich mag ihn ja, aber doch die falsche Partei. Ehrlich gesagt, ich finde, wer sich in Parteien engagiert, ist da gut aufgehoben. Denn Demokratie lebt davon, dass Menschen in den Parteien mitmachen. Und wer sich daran stört, dass Dinge nicht gut laufen, der muss sich einmischen. Und das kann mal in der Partei, in der Bürgerinitiative sein. Und ich bemühe mich, für ganz Thüringen als Ganzes sozusagen auch der Repräsentant zu sein. Das schaue ich mal auf meinen Zettel. 55% sind zufrieden oder sehr zufrieden mit unserer Landesregierung. Vor fast 6 Jahren hat man gesagt, na, das wird doch nie was mit den Rot-Rot-Grün. Ganz im Gegenteil, es ist doch was geworden. Naja, also es sind Wetten abgeschlossen worden. Also, dass ich nur 100 Tage im Amt bleibe und spätestens dann gescheitert bin und dass ich das erste Jahr nicht überstehe. Und die Kernaussage, Dreierkoalitionen gehen überhaupt nicht. Ich habe aber viele Jahre meines Lebens, da war ich sogar schon, also noch gar nicht in der Partei organisiert und noch gar nicht engagiert, habe ich schon gekämpft für eine neue Form des politischen Umgangs miteinander. Ich nenne das die Politik auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, eine Koalition zu führen, bei der mehrere Partner ihre Ideen einbringen, kein Einheitsbrei werden, aber Regierungsverantwortung auch ausstrahlen. Früher in der alten Bundesrepublik war es so, es gab eine große und eine kleine. Und ursprünglich gab es nur 2 große und eine ganz kleine. Und die ganz kleine war die FDP. Und die hat dann ab und zu mal das Fähnchen gewechselt. Genau so ist das. Später kamen die Grünen dazu, das hat die Sache ein bisschen aufgemischt. Und noch viel später kam die Linke dazu. Und jetzt ist noch die AfD dazu gekommen. Das heißt, Demokratie ist vielfältiger geworden. Und wir haben einen Lernmoment. Und daran habe ich immer gearbeitet, dass 3 Parteien es miteinander schaffen können. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich nicht der Interessenvertreter ausschließlich meiner eigenen Partei bin, sondern ich bin der Vertreter Thüringens im Bundesrat. Und ich achte darauf, dass die 3 Parteien auch gemeinsam ihre Themen so nach vorne bringen, dass es dem Land nützt. Jetzt frage ich ausdrücklich nicht den Ministerpräsidenten von Thüringen, sondern den Mensch Bodo Ramelow, die AfD. Sie ist ja demokratisch gewählt. Ist es eine demokratische Partei und wie soll man mit ihnen in den Parlamenten umgehen? In den Stadtparlamenten müssen wir doch mit ihnen arbeiten. Das ist ja nicht so wie beim Bundestag, dass man sie links liegen lassen kann. Naja, ich würde jetzt eher sagen, rechts liegen lassen. Ja, sicher. Also, aber ehrlicherweise muss man sagen, unabhängig davon, welche Personen in der AfD an den vorderen Stellen stehen, die muss man sich anschauen. Ja. Da kann man nicht so sagen, ich habe das nicht gesehen oder ich habe das nicht gehört, was der oder der gesagt hat. Aber die Wählerinnen und Wähler, die sie wählen und die bislang nicht mehr zur Wahl gegangen sind, sind im demokratischen Spektrum eigentlich ein Gewinn, wenn sie wieder wählen gehen, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Also muss man mit ihnen inhaltlich reden. Was macht deine Partei? Was macht dein Vertreter da eigentlich? In Weimar, habe ich jetzt im Polizeibericht gelesen, ist ein Stadtrat, der gerade in den Stadtrat von den Bürgern gewählt worden ist, in Haft genommen worden, weil er auf einmal auf einem Einkaufsmarkt, auf dem Parkplatz, angefangen hat mit einer Schreckschusswaffe Leute zu belästigen oder auch zu schießen. Und dann hat die Polizei versucht, ihn zu beruhigen. Da hat er gesagt, ich bin Stadtrat, ich kann mir alles erlauben. Und dann hat es so eskaliert, dass er jetzt wohl offenkundig in Polizeigewahrsam genommen worden ist. Und wenn ich mir den Spitzenkandidat in Brandenburg angucke, bei dem ist jetzt deutlich geworden, dass der noch vor einigen nicht allzu langer Zeit in Athen war mit einer NPD-Delegation. Und auf dem Hotel, in dem sie übernachtet haben, haben sie eine Hakenkreuzfahne gehisst. Dann bitte ich auch die Wählerinnen und Wähler hinzugucken.
Aber es ist nicht einfach, gerade jetzt auch, wenn die Stadtparlamente sind. Man kennt ja die Leute. Und hier wird ja manchmal kennt man sie auch nicht, das ist ja das Erstaunliche. Man sollte wieder, sie kennen. Naja, aber ich habe jetzt wieder mit einer Kollegin geredet. In einer Stadt, da ist es so gewesen, dass da jemand ein halbes Jahr vorher hingezogen ist, den kein Mensch kannte, aber der hat für die AfD kandidiert. Und der hat auf einmal, obwohl ihn keiner kennt, so viele Stimmen gezogen, dass sie dreimal mehr Mandate hätten kriegen können. Aber sie hatten gar keine Kandidaten. Also insoweit gilt die alte Devise auch für Wählerinnen und Wähler, hinschauen und sich auch sachkundig zu machen, was macht die Partei mit deiner Stimme. Das gilt für mich genauso. Ich bitte die Wählerinnen und Wähler, die sich irgendwann mal für mich entschieden haben, auch hinzugucken, was habe ich gemacht, was ist mir gelungen, was ist mir auch nicht gelungen. Ich möchte daran gemessen werden, was tatsächlich passiert und nicht, was man denkt, was passiert hätte sein können oder was andere erzählen, was passiert ist. Denn manchmal muss ich mich für Sachen rechtfertigen, für die ich nicht zuständig bin, von denen ich nichts gehört habe, von denen ich nichts weiß. Aber Menschen wortreich mir sagen, ich sei schuld. Und ich habe es gesehen. Manchmal eine sehr kuriose Situation. Ja. Und trotzdem bleibe ich dabei. Auch in diesen Situationen muss man stur versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es hilft ja nichts, wenn derjenige einfach weggeht und sagt, die Politik ist Mist, wenn er gar nicht weiß, dass eine bestimmte Sache mit Engagement verändert werden kann, in dem Wald, um den es da genau ging. So ist das. Ja, in dem Wald, um den es da ging, muss man sagen, der gehört dem Bund. Da steht ein CDU-Landtagsabgeordneter neben mir und schweigt. Obwohl er genau weiß, dass es ein Bundeswald ist. Und die, die da demonstrieren, sagen, wir wären schuld. Oder Frau Siegesmund ist dabei und kämpft darum, dass der Borkenkäfer die ganzen Fichten kaputt fressen soll. Beides stimmt nicht. Weder war Frau Siegesmund verantwortlich, noch wollen wir, dass der Borkenkäfer die Bäume kaputt macht. Wir wollen, dass die kaputten Bäume rausgeholt werden. Deswegen haben wir jetzt 500 Millionen Euro für 10 Jahre freigemacht, damit A, das kaputte Holz rauskommt und B, junge Bäume gepflanzt werden. Und die müssen wir erstmal züchten, die müssen wir erstmal großziehen. Woher weißt du, was ich dich fragen wollte? Du weißt, du kannst doch nicht wissen, dass ich das Video gesehen habe, wo du da richtig diskutiert hast mit den Leuten und fast auch aus der Wäsche gesprungen bist. Na, ich bin nicht aus der Wäsche gesprungen, ich bin laut geworden. Ja. Ich habe gesagt, der Wald verreckt. Und das schmerzt mich auch. Ich habe selber 2.500 Quadratmeter Wald, in dem wir ein altes Holzhaus haben. Das ist unser Wochenendquartier. Dieses Holzhaus haben wir uns schick gemacht. Da haben uns die Handwerker aus der Region wirklich gute Arbeit geleistet. Und jetzt musste ich 19 Bäume dort absägen. Also das war meine Urlaubsbeschäftigung, weil die 19 Bäume tot sind. Und ich sehe ja, was überall so, wo ich hinschaue, im Schiefergebirge, ich sehe das ja rund um die Bleilochtalsperre, die Fichten sind kaputt. Und was mich umtreibt, ist, dass ich jetzt auch eben auf dem Possen war. Das sind alles Buchen, die sind über 100 Jahre alt, die sind auch kaputt. Das haben wir nicht vorher gesehen. Die Fichten, das haben wir ahnen können. Da haben wir angefangen, uns vorzubereiten. Da wollten wir langsam neues, unterschiedliches Baumarten reinbringen. Also Mischwald heißt das Zauberwort. Klimaresilienz, also Widerstandsfähigkeit des Waldes, damit er auch bei längerer Dürre durchhalten kann. Alles das hätte aber Zeit gebraucht. Und jetzt erleben wir auf einmal, dass wir 40.000 Hektar Wald in Thüringen schlagartig verlieren. Das heißt, wir müssen Sägekapazitäten haben. Wir müssen, im Moment buchen wir in Österreich und sogar in Rumänien Waldspezialisten, weil wir selber mit unseren eigenen schon gar nicht mehr ausreichend Kapazitäten haben. Aber wenn wir den Wald retten wollen, müssen wir jetzt die Weichen stellen. Und deswegen habe ich auch den Bürgern in Wurzbach gesagt, ihr könnt den Wald übernehmen, eure Gemeinde kann den Wald übernehmen. Aber Ziel muss es sein, nicht nur den Borkenkäfer zu bekämpfen, sondern diesen Wald fit zu machen. Und das habe ich immer wieder auch an dem Tag gesagt. Es geht um Umförsterung. Und da das Spezialisten waren, wussten die im Gegensatz zu Laien, die, wenn sie den Videoclip sehen, gar nicht verstehen, warum ich dann etwas lauter werde. Aber wenn ich mit Spezialisten rede, die genau wissen, Fichtenmonokulturen können wir auf Dauer so nicht halten, dann erwarte ich, dass man auch mit Respekt mit dem anderen umgeht. Und das, was man gegenüber Frau Siegesmund dort gezeigt hat, nämlich gefakte Bilder, also gefälschte Bilder, aus dem Harz, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, ja. Abschließend noch eine Frage. Bodo, was ist ein einfacher? Regierung oder Opposition? Opposition hat mir immer Spaß gemacht. Aber ich wollte auch ausprobieren, ob das, was ich immer da als Opposition gesagt habe, nicht auch mal die Grundlage wird von neuer Politik. Und ich habe dann lernen müssen, dass manche Sachen nicht so schnell gehen, wie ich sie als Oppositionschef mal im Interview innerhalb von einer Sekunde mal darlegen konnte. Jetzt muss ich
alle mit ins Boot holen, muss die Ministerien mit einbinden, muss dann die entsprechenden Gelder frei bekommen. Das ist etwas längerfristiger, das dauert auch seine Zeit. Aber man sieht, dass es mittlerweile anfängt, die richtige Dynamik zu haben. Ich will das mal am Beispiel Lehrerinnen und Lehrer sagen. Wir haben am Anfang der Legislatur gedacht, dass 500 Lehrer einstellen eine gute Nachricht wäre. Weil das wären 2500 Lehrerinnen und Lehrer geworden. Frau Lieberknecht hatte nur 1491 Lehrerinnen und Lehrer insgesamt eingestellt. Wir wollten dann schon 2500 einstellen und fanden das schon ganz toll. Haben dann gemerkt, es gehen viel mehr Lehrerinnen und Lehrer in Rente, weil 10 Jahre lang keine Lehrer eingestellt worden sind. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, tatsächlich werden am Ende meiner Amtszeit 3809 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden sein. Und dann haben wir nur den Stand gehalten, der da war, als ich ins Amt gekommen bin. Das heißt, wir haben die Lösung noch nicht. Wir haben uns im Tempo verdreifacht. Aber wir haben noch nicht die Lösung. Und wenn wir die Lösung wollen, müssen wir so weitermachen. Tempo halten, rangehen und den Umbau in eine Richtung geben. Und das Beispiel Schulbausanierung. 800 Millionen Sanierungsstau haben wir vorgefunden. 400 Millionen haben wir freigezogen. Das ist die höchste Investitionssumme, die es jemals in Thüringen gegeben hat. Von den 400 Millionen sind bis jetzt 220 Millionen abgerufen. Auch hier in der Region sind viele Schulen gemacht worden. Aber es bleiben immer noch 400 Millionen offen. Das ist die nächste Legislatur, die wir anpacken wollen. Du merkst, ich pass auf, was du sagst, am Ende meiner Amtszeit. Das heißt aber nicht, dass du nächstes Jahr nicht Ministerpräsident von Thüringen sein möchtest. Deswegen habe ich auch von der nächsten Amtszeit gesprochen, bei der ich die 400 Millionen auch wieder mit einbringen möchte. Das heißt, eine Amtszeit endet mit der Legislaturperiode, die endet am 27. Oktober. Dann hat der Souverän das Wort, die Bürgerinnen und Bürger, also Sie alle, die das jetzt hören, haben eine Möglichkeit zu entscheiden, ob ich die nächsten 400 Millionen mit auf den Weg bringe, ob ich die nächste Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern wieder auf den Weg bringe, ob ich für die Kindergärten jetzt das letzte Beitragsjahr auch noch beitragsfrei bekomme. Dann hätten wir die Ziele erreicht, bei denen wir immer gesagt haben, Bildung und Betreuung muss beitragsfrei sein. Kinder dürfen nicht ausgegrenzt werden, weil die Eltern mehr oder weniger haben. Kinder müssen uns immer gleich viel wert sein. Bodo, ich sage danke, dass du uns vom Bürgerfernsehen immer die Zeit hast und uns Redeantwort stehst. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Ja, also bei mir war es immer selbstverständlich. Ja, bei dir, Und andere sollten sich daran messen lassen. Ich finde Bürgerfernsehen ein besonders wichtiges Element. Deswegen finde ich das gut, was wir haben, Bürgerradios, Bürgerfernsehen, die Stellen, wo die Kinder auch ausprobieren können, also auch das Medienkompetenzzentrum hier in Gera und in Erfurt. Das sind alles Sachen, da kann ich nur sagen, da können wir auch stolz drauf sein, dass wir solche Sachen einfach in unserem Land haben. Dankeschön und viel Erfolg. Danke.